Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir noch die letzten Vorbereitungen getroffen für das letzte Dungeon, Kaelin. Und ja, ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass wir sofort dahin gehen, aber dann bin ich auf eine Karte gegangen und habe hier das hier gesehen. Jetzt frage ich mich, was zum Teufel ist hier noch übrig? Das machen wir jetzt ganz schnell. Ich habe das halt irgendwann mit Lise zusammen, weil ich ihren Dingens maximiert habe, ihre Freundschaft, und dann ist tatsächlich was. Okay. Sag mir nicht, das kommt noch eine Geschichte oder irgendwie sowas. Ist der rosafarbene Himmel nicht wunderschön, Ludger? Himmel befindet sich in einem Geisterklima, das dafür sorgt, dass der Himmel immer so aussieht wie ein Tagesanbruch. Deshalb glüht er so. Und er zieht so viele Rosa-Fans hierher. Weißt du, Ludger, als ich ein Rosa-Fan, nun, wenn ich mir diesen Himmel ansehe, muss ich dir etwas beichten. Schon seit langem will ich dich fragen, ob... Können wir dein verbundenes mystisches Art nicht etwas rosafarbener umbenennen? Hä? Oh, aber mir gefällt höllisches Crescendo irgendwie. Na gut, wie wär's mit dem Art des rosigen Segens? Keine Ahnung. Art des rosigen Segens? Ich finde, das ist der perfekte Name. Das nenne ich mal Mumm. Ludger, du hast das Zeug dazu, eines Tages ein richtiger Rosa-Fan zu werden. Wenn du dazugehören willst, sag mir Bescheid. Ich schreibe dir eine Empfehlung an die Gesellschaft der Rosa-Fans. Danke. Ach, Ludger, mein neuer Komplize. Für uns beide werden rosige Zeiten anbrechen. Er hat ein solches Glück, dass ich dich hat. Ja. Okay. Du kannst den Namen von Elise und Ludgers verbundene mystische Art jederzeit ändern, indem du mit Elise in Hamel sprichst. Zeige der Welt deine rosa Fanseite. Okay. Fähigkeitenbuch. Überleben. Okay. Fähigkeitenbuch. Überleben. So, überleben. Ach, das ist doch gleich, was doch Gaius hat, oder? Nee. Keine Ahnung. Warum finde ich das nie auf den ersten Blick? Ey. Ja. Nein. Nee. Ja. Ganz gleich wie Kraft ein Angriff in Abverstärkung wählst du immer ein KP und gehst nicht K.O. Ja, das wäre sehr nett. Wird der Name unserer verbundenen mystischen Art? Nimm es in. In das Art des rosigen Segens. Okay. Kann ich damit die verbundene Art irgendwie ändern? Wir haben die noch nicht mal einmal benutzt. Egal, wir gehen jetzt nach Dingens. Nach... wo muss ich nochmal hin? Ich glaube in Marksburg, oder? Ja. Wo haben wir nochmal gegen unseren Bruder gekämpft? Wo hat er sich für uns geopfert? Und... Ah! Okay. Wo muss ich hin? Die Story fortzusetzen. Ich hoffe ja, wir können irgendwann noch einfach so, na, komm. Wenn wir da drin sind, irgendwie nur da rauskommen, so, wenn wir direkt vorm letzten Kampf sind oder irgendwie sowas. Hoffe ich. Na gut, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und zum Land Kaelin aufbrechen, ja. Gehen jetzt endlich mal in der Story weiter und gucken, was noch auf uns zukommt. Und ja, das sieht ein Land aus. This sensation. What's all that smoky stuff? It gives me the creeps. It's just my asthma. Although it might even kill Mila and me if we linger too long. What? That is one foul fog. This miasma, isn't it only supposed to be produced if soul purification stops? Miasma is expelled as souls pass through the cycle of reincarnation. It's a toxin that eats away at souls. Wir bringen auch eine Katze auch noch mit. Usually Origin should be keeping it under control. Great, and we're supposed to just hold our noses and charge through it? Beasley already has. By using El's power, no doubt. Ich werde mit dem Komat durchqueren. Ja, erstmal weiter untersuchen, würde ich sagen.
oder irgendwas Dummes machen. I see you noticed. What we are seeing here is not real. What? A trap by Cronus? Yes, he's probably warping the space around us. Creating tricks of light, illusions to waylay us. It's hard enough to see straight in this funhouse, let alone fight. Now what? Muse and I could charge forward and dispel Cronus's power. However, we'd deplete our strength and be useless in the battle to come. Das wäre blöd. If each of the four great spirits could shield one of us, we'd be able to move forward without weakening. What? Good thinking, but... Right. Only four of us could actually move on. Will ich auf den Arm nehmen? Luger, you decide who goes. Ja, natürlich, ich. Hm. Ah. Wir können auch, glaube ich, nicht mehr zurück, ne? Meine Güte. Ich hoffe, wir können irgendwann mal wieder zurück. Ey, ups. Erstmal speichern. Was? Ich habe eine Katze gefunden. Was? Ey, komm mal her. Ja, okay, warten wir. Nur, ich wollte eigentlich speichern. Da kommt hier eine verdammte Katze, ey. Was macht eine Katze hier? Egal. Voll mind geblown. So. Also entweder. Was ist denn mit der Option, dass Muse und Mila vorausgehen können? War da auch noch irgendwas, Mila? Nein. Weiß ich nicht. Rutger, Jude, Mila, Elise, Ron. Wenn ich auf jeden Fall mitnehme, ist auf jeden Fall Elise. Wir müssen alle retten, kostet es, was es wolle. Wir schaffen das. Rutger, Elise. Also, ja, dann spreche ich erstmal nur mit allen. Es gibt nur eins, wovor ein alter Mann Angst hat, zurückgelassen zu werden. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen wahrscheinlich. Ich bin voller Tatendrang und startklar. Los geht's. Ein freundlicher Rat, nur für den Fall, dass ihr es nicht bewusst sein sollte. Wenn du mich zurücklässt, ist das dein Ende. Was? Ich werde bis ans Ende der Welt bei dir bleiben, falls das ist, was du willst. Das ist schwierig. Wen nehme ich dann mit? Bin ja schon wieder so fast darauf erpicht, Jude, Mila und Gaius wegen der Story so mitzunehmen, aber ich glaube, das wäre mein Untergang. Von den Kämpfen her, die wahrscheinlich kommen werden. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Elise. Dann vielleicht noch Mila. Und Gaius? Ich weiß nicht. Gaius hat mich irgendwie eingeschüchtert mit seinen Worten. Deswegen, so, wir nehmen. Mein Entschluss steht fest. Ich nehme. Ja, Mila. Dann würde ich sagen noch. Ja, oder? Ja, Jude. Nee, Gaius und Elise. Ja. Ai, ai, ai. Was? The four are saying, cats can come along for free. Was? Warum? Was bringt er uns im letzten Kampf? Immer so produktiv. I suspect this is Cronus's handiwork. Kann ich auch zurück? Okay, ich wollte schon sagen, ich habe Nein gedrückt. So, ich kann aber jetzt die Partymitglieder nicht mehr austauschen, oder wie? Nee, nehmen wir die. Das muss ich jetzt das ganze Gebiet lang durchkämpfen, ne? Ei, ei, ei.
Na gut. Von wegen, wir können nicht kämpfen. Ey. Jetzt sieht verdammt nochmal so aus, als würden wir kämpfen. I won't be able to take another step. That's why I have to conquer my fear. Oh, verdammter Dreck. Ah, oh, meine PS3 geht wieder ab. So, Tales of the Abyss Musik wieder ab, Bams. Meine Mission ist es, das verbundenen Arzt mal zu sehen, irgendwie. Wie stark sind die Gegner hier? 76, ich bin 77 oder 78, glaube ich. Eieiei. Muss ich mich durch das ganze Gebiet hier durchkämpfen mit nur den Charakteren, ne? Dreck. So. Land Kanan. Okay. Mach mal du. Hab ich zu wenig? Weil dann fehlen mir ja immer noch zwei Katzen. Und wo komme ich die hin? Naja. Das Element erst hat vollkommen nutzlos ist. Wo kommst du denn auf einmal her? So. So. Vollkommen egal, wie lange das noch ist. Hilfe! This is what we fought for. Stay focused. Sehr gut. Ich weiß, der Balken ist noch nicht mal längst irgendwie leer gewesen, aber trotzdem. Muss einfach sein. Mit den anderen wird er jetzt auch so sein. So, erstmal das hier. Element R, das brauche ich schon nicht. 75. Wie gut ich schon so viel ab. Wart mal eure Heilgegenstände auf. Au. Gut, dass ich kann jetzt die Beziehungen zu den Charakteren jetzt einfach maximieren, indem ich einfach eine Freundschaftstränke hole. Aber brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Obwohl, wegen den Cutscenes hier. Ich kann ja bestimmt nicht nur von Elise den Dings ändern, ne? Meine Güte, auf abzublocken. Da geht mir so auf den Nerven bei diesen Viechern. Jedes Mal das gleiche. Blocken wie blöd, ne? Ich kann einfach nichts dagegen machen. Wo lang jetzt hier? Ich will jetzt nicht wirklich gegen jeden einzelnen von euch kämpfen, danke. Ich möchte aber die ganzen Sachen hier einsammeln. Auch wenn die mir nichts mehr bringen. Weil wenn das Element Erz ist. Ja, dich habe ich noch nicht bekämpft, glaube ich. Ich hätte vielleicht von hinten angreifen sollen, aber. Wer braucht das denn? Wutsch, wutsch, wutsch. Ja, gut. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal mit Offscreen-Training, weil ich kein Geld mehr brauche für Missionen und so. Ja, und ich muss eigentlich nur noch Geld zurückzahlen. Habe ich eigentlich schon fast alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Das Kolosseum. Ja, ne, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Im Kolosseum gibt es irgendwie Waffen zu kaufen. Die sind ohne Ende teuer, aber auch ohne Ende stark. Wollte ich mir erst holen für den letzten Kampf, aber ne. So, Gaius. Komm mal her. You'll never scratch me. Light Squall. It's time. Shining Torrent. Very well done. Die sind so geil in Szene gesetzt. Ey. Sehr gut. I shall not falter. Aber bald der von Elise. Da bin ich froh. The obstacles they've thrown before us will accomplish little more than wasting our time. They've underestimated us, and I intend to make them regret it. Okay. Na.
Oh mein Gott, so was mag ich ja. So labyrinthmäßig aufgebaute Dinger. Ich habe ein bester Freund von. Oh, Beutkünstler, sehr gut. Ich eine Trophäe oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Mann! Mann! Dreck. Hilfe, ist das Viech riesig. War schon vorhin auch so riesig? Boah, es ist ja gleich wieder abgehauen und ich kann nichts machen. So. Ich setze auch immer irgendwie die gleichen Attacken ein, kann das sein? Wollt ihr eigentlich? Ich habe sogar Ektoplasma erledigt. Wollt ihr denn dann? Wer könnte denn jetzt noch alles auftauchen? Kronos wird auf jeden Fall noch auftauchen. Beastly auch. Wird bestimmt der letzte Boss sein. Was ich irgendwie nicht so gedacht hätte. Ich dachte irgendwie Julius oder so. Wäre der Hauptbösewicht. Oder würde zum Hauptbösewicht irgendwie aufstehen. Aufsteigen. Keine Ahnung. Dingens. Beastly hat sich irgendwie die ganze Zeit zurückgehalten. Dann kam er auf einmal so, boah, ich klau jetzt die kleine Göre, Bams. Ma! Warte mal, wir haben doch dies. Obwohl ich wieder mal auffüllen. Ja, der kam irgendwann mitten aus dem Nichts und sagt, ja, ich klau jetzt die kleine Bams. Warum ist die auch mit denen gegangen, Mann? Dann keine Ahnung. Kronos habe ich auch einen Moment lang gedacht, dass er Hauptbösewicht sein könnte. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Weiß nicht. So. Bams. Sehr gut. Aber ich glaube, die habe ich ja schon mal gesehen, ne? Boah, jetzt bin ich echt versuchen, die anderen Charaktere mitzunehmen, kurz deren verbundenen Dinger einzusetzen. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, Gaius. Bitte töte mich nicht. Ja, du fettes Ding, ich komme ja nicht da durch wahrscheinlich. Boah, das ist das. Okay, jetzt heißt es aber flüchten. Glück haben wir Elise dabei. Ja, ne, ist voll gut. Meine Katze ist zurückgekehrt. So, was kannst du bitte schön in Kanan gefunden haben? Funktionierendes Zahnrad und sowas alles. Und Hero, ja. Jetzt nur noch der letzte Teil, ja. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Gebiet. Da könnte ja eigentlich passen, ne? Dann fehlen uns ja nur noch zwei. Vielleicht fehlt ja noch irgendwo ein Gebiet. Vom Bonus-Dungeon oder was weiß ich. Wir sind schon wieder drei Wege, da macht mich richtig nervös. Aber kann ich nicht durch. Vielleicht kommen die anderen ja nach irgendwie und da muss ich noch so eine Truppe bilden und irgendwie sowas. Wäre auch cool. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Atombra oder Atombra, weiß ich nicht. Geh tiefer ins Land Kanan hinein. Das ist ein Speicherpunkt, geil. Da will ich hin. Oh. Abgelehnt. So. Ich möchte jetzt bitte noch zum Speicherpunkt kommen. Ich fühle mich eigentlich stark genug. Vor allem stark genug ist gut, ne? Gegner leveln ja, glaube ich, irgendwie mit. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Boah, schon wieder so ein fettes Viech. Irgendwo wartet doch bestimmt. Ich wette, der nächste Gegner, den wir bekämpfen, ist Kronos. Danach kommt irgendwie Beastly. Ich glaube auch irgendwie noch nicht, dass Redo weg vom Fenster ist. Der wurde einfach nur so weggeschleppt von solchen Typen. Sollte als Brücke dienen und. Ey. Aber. Boah. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt einfach so weg ist. Der kommt schon auch noch mal vor. Ich weiß es. Wer noch? Sonst niemand, ne? Meine Güte, lass mich doch mal hier durch.
Ich will da nicht. Ey, geht weg. Ich möchte noch einen Speicherpunkt da hinten erreichen. Oder hat einfacher gesagt, es hat getan. So, da ist ein Weg. Was? Kommt er wieder und verschwindet? All that's left is to fulfill our duty. We shall not fail. Da. Da sind ja nur Illusionen, ne? So, das hier ist richtig. Und wieso ist denn da dann falsch? Sag mal. Hey. Wo muss ich lang? Hier runter, gehen wir mal hier runter. Ja, okay, hier ist auch richtig. Was? Was hat mich denn angegriffen? War gar nicht zu sehen. Warte mal, so komme ich zurück. Was zum Teufel? Wo muss ich hin? Hey. Ja. Was? Ich mag solche Labyrinthe nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da unten oder wie? Boah, weh. Danke. Das ist auch nicht echt. Oder? Nee. Muss ich einen anderen Weg mal hier reinnehmen? Keine Ahnung. Ja. Ich hab vor zu kämpfen. Ich will da durch. Danke. This world doesn't need a king who sits smugly atop his throne. Put an end to this. For the sake of all who've been lost and the sake of all who still live. Was zum? Boah. Ich mag diesen Ort jetzt schon nicht hier. Aber nur wegen diesen Labyrinth-Dinger. Warum? Warum muss so ausgerechnet so was sein? Das wäre Final Dungeon extra für mich gemacht. So, da kann man auch nicht durch, ne? Ey. Ich muss doch nicht jeden einzelnen Gegner hier knutschen. Ich bin schon mal wegrennen. Wo ich dann Fluchtkommando benutzt habe, hallo? Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir kämpfen uns in der nächsten Folge hier weiter durch. Dann werden wir es in der übernächsten Folge wieder zum Speicherpunkt kommen, wahrscheinlich. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.